Wir haben lange überlegt, ob wir Ihnen diese dramatischen Bilder zeigen wollen. Wir tun dies in der Hoffnung, dass sie abschreckend wirken. Denn dieser tödliche Verkehrsunfall Donnerstagabend an der Tatenberger Schleuse wäre vermeidbar gewesen. Deutlich angetrunken mit gut 2 Promille hatte sich der 31-jährige Fahrer ans Steuer des Opel Tigra gesetzt. Er wollte mit seinem 43 Jahre alten Bruder eine Spritztour durchs Landgebiet machen. Im Bereich der T-Kreuzung Tatenberger Weg fuhr das Brüderpaar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ungebremst geradeaus weiter. Das Auto durchbrach eine Straßenbegrenzung, überschlug sich mehrfach und rutschte 12 Meter auf dem Dach den Deich hinunter. Wir fanden vor einen Pkw, der den Deich ca. 15 bis 20 Meter im Überschlag heruntergerutscht ist. Eine Person war eingeklemmt, eine Person hatte sich selber aus dem Auto befreit und saß neben dem Auto. Er war, denke ich, verständlicherweise stark unter Schock. Die zweite Person war eingeklemmt, die mussten wir mittels Schere Spreizer aus dem Pkw befreien. Wurde dann von der Notärztin und den Rettungsassistenten reanimiert und ist leider an einer Stelle verstorben. Für den 43-jährigen Beifahrer kam jede Hilfe zu spät. Seine Leiche wurde zur Obduktion in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. Sein Bruder kam mit Polizeibegleitung ins Krankenhaus. Eine Blutprobe dort ergab 2,01 Promille Alkohol im Blut. Die beiden Brüder hatten sich 6 Monate lang nicht gesehen. Ihr Wiedersehen feierten sie und sie stießen darauf an. Dennoch setzte sich der Jüngere deutlich angetrunken ans Steuer. Die dramatische Folge: es war ihre letzte gemeinsame Fahrt.